Und wie angekündigt, geht es nochmal zurück nach Frankfurt zu Christian Krämer von X-Trade Brokers, unsere Händlerschalte, wie wir sie nennen, der Tag im Rückblick gewissermaßen. Der DAX also heute notiert etwas leichter. Ich habe mich gerade korrigiert. Wir sind mit 8.300,03 Punkten aus dem Handel gegangen. Also haben wir auch nicht alle Tage. 66 Punkte, das Minus. Was erwarten Sie denn noch in dieser Woche für den Markt? Wo sollen die Impulse herkommen? Ja, wie Frau Wang das eben schon gesagt hat, man sucht momentan so ein bisschen nach den Impulsen. Die Hauptimpulse, die wir eigentlich derzeit erwarten, liegen vor allen Dingen bei der FED und beim Sitzungsprotokoll am Mittwochabend. Und genau in dem Zeichen stand ja heute auch der DAX. Das haben wir alle gesehen. Der DAX ist heute mal wieder unter die Räder gekommen. Das ist ja meistens so, kurz bevor ein FED-Sitzungsprotokoll ansteht. Und dann kann man sich eben auch nicht wundern, wenn da sonst weiter nichts ist. Denn die Quartalsberichtssaison ist auch bereits schon ausgelaufen. Das heißt, da ist auch nicht mehr viel zu erwarten. Da können alle höchstens noch Überraschungsnachrichten von irgendwelchen Unternehmen vielleicht noch mal ein bisschen Kurs treiben. Aber ansonsten ist momentan nicht viel auf der Agenda. Dann schauen wir in die einzelnen Unternehmen rein. Heidel Zement, heute einer der größten Verlierer auf der Tafel. Das hängt irgendwie mit Ägypten zusammen. Was ist da für eine Story? Ja, der Zusammenhang war echt etwas schwer herauszufinden, muss man ganz klar sagen. Aber vor allen Dingen bei Heidelberg Zement steht momentan im Vordergrund, dass vor allen Dingen die Fantasie, die die Konkurrenten jetzt in den Markt mit reingegeben haben, nicht sonderlich rosig aussah. Denn im Endeffekt war es einmal gewesen, dass man hier von Wienerberger aus Österreich schlechte Ausblick für das komplette Jahr noch bekommen hat. Außerdem Lafarge ist eben auch von den Ausblick her nicht sonderlich gut gewesen. Und gerade bei Lafarge ist eben vor allen Dingen das Ägypten-Geschäft zu ein Zehntel momentan doch wegen der Krise ziemlich stark gefährdet und deswegen ist auch dort der Ausblick nicht sonderlich gut gewesen. Kombiniert vor allen Dingen mit den Aussichten von Goldman Sachs, denn die haben eine Verkaufsempfehlung vor einigen Tagen rausgegeben, hat das insgesamt natürlich Heidelberg Zement ziemlich stark unter Druck gesetzt und deswegen ist der Wert heute so stark auch mit unter die Räder gekommen. Heute ist der 20. August, der Tag der Immobilientitel, könnte man sagen. Da gibt es viel Schatten, aber auch relativ viel Licht. Sprechen wir doch zunächst mal über die Übernahmepläne Deutsche Wohnen und GSW Immobilien. Was sagen Sie jetzt zu diesem Übernahmeangebot? Na, die Idee ist zumindest mal nicht verkehrt. Anders kann man das nicht sagen. Denn die Deutsche Wohnen hat vor allen Dingen, gerade wenn man das mal am Beispiel Berlin festmacht, haben die derzeit 106.000 Wohnungen, die vermietet werden. Kombiniert mit dem, was GSW bietet, das sind nämlich nochmal 58.000 Wohnungen, würde man auf 6,5% der Mietwohnungen allein im Großraum Berlin kommen. Und das ist natürlich keine schlechte Zahl. Das lässt Synergieeffekte vor allen Dingen zu. Das könnte dafür Sorge tragen, dass hier eben vor allen Dingen der Preis noch ein bisschen mehr diktiert werden könnte. Das sind alles Punkte, die vor allen Dingen eben Deutsche Wohnen hier ganz klar sieht. Ob das Ganze aber auch zustande kommt, das bleibt erstmal noch abzuwarten. Denn der Vorstand von GSW hat erstmal heute nur gesagt, ja, wir haben das Angebot zur Kenntnis genommen und werden uns dazu äußern, sobald wirklich das Angebot komplett eben auch schriftlich vorliegt. Das ist noch nicht der Fall, das bleibt eben noch abzuwarten. Dann muss man mal schauen, wie es hier an der Stelle weitergeht. Vor allen Dingen das Umtauschangebot ist eben ziemlich sensationell. Man kann sagen, dass man hier einen Rendite von 16,5% erwirtschaften kann, wenn man vom Durchschnittskurs von GSW der letzten 3 Monate ausgeht. Das ist schon mal nicht verkehrt, denn immerhin für 20 GSW-Aktien werden 51 Aktien der Deutschen Wohnen rausgegeben. Also ein interessanter Coup, der da gelandet worden ist. Wir hatten es gerade noch von Ning Wang gehört, so fast ein bisschen ehrfurchtsvoll hat sie über den Euro und auch die Eurozone gesprochen. Also Euro zum US-Dollar 1,34 hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Deswegen muss ich auch sagen, bin ich heute mit unserem hausinternen Charttechniker ausnahmsweise mal einer Meinung. Denn wir gehen beide davon aus, dass das jetzt ein wirklich ziemliches Top vom Euro-US-Dollar gebildet haben könnte hier an der Stelle. Und fundamental betrachtet sehe ich genauso wie unser Charttechniker momentan nicht so guten Zeiten für den Euro entgegen. Denn früher oder später stehen auf alle Fälle Punkte auf dem Plan, die den Euro weiterhin unter Druck setzen. Einmal die Euro-Krise ist noch nicht rum. Das heißt also hier, die Probleme sind noch immer alle vorhanden und die sind auch noch die nächsten 2-3 Jahre definitiv vorhanden. Zum anderen wird das Quantitative Easing früher oder später definitiv zurückgefahren. Und wenn das der Fall ist, wird das den Dollar auf alle Fälle weiterhin stärken. Deswegen sind wir hier komplett der Ansicht, dass der Euro-US-Dollar hier auf alle Fälle einen Abwärtstrend einlegt. Ich würde mich auf alle Fälle im Euro-Short setzen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen bitte ich Sie um eine ganz kurze Antwort. Was erwarten Sie für den morgigen Tag, genauer gesagt für das angekündigte FOMC-Protokoll der FED? Manch einer sagt nichts.
erwarten tatsächlich nichts. Erhoffen, dass vielleicht doch hier endlich mal Ben Bernanke auf die Idee kommt, doch mal ein bisschen was in den Markt bekannt zu geben, was er eigentlich als nächstes vorhat. Denn sonst machen wir das Spielchen immer wieder mit, dass eben hier jedes Mal, bevor das FED-Sitzungsprotokoll ansteht, die Märkte zittern und nervös sind und die Gewinne flöten gehen. Christian Krämer von X-Trade Brokers, der Tag im Rückblick und ein bisschen Vorausschau auf morgen. Dankeschön. Dankeschön.